Wann kommen die neuen Videos? Wann kommen die neuen Videos? Wann kommt die Devil Flirt App? Wann kommt dein nächstes Buch? Was ist hier los? Ja, wenn ihr die Antwort darauf wissen wollt, dann bleibt einfach dran. Ich mache jetzt mal einen auf James Dean. Der guckt doch immer so, oder? Hallo und willkommen bei Devil, deinem Date-Doktor. Und das war, glaube ich, ein sehr, sehr merkwürdiger Anfang. Und ich glaube, das mit dem Kragen nach oben ist auch sehr merkwürdig, aber ich lasse das jetzt einfach so. Vielleicht wird es ja der Trend überhaupt, auch bei Sakkos auf einmal den Kragen hochzumachen, wie so ein absoluter Vollidiot. Wer weiß. Hey, hallo, ich kenne dich doch. Du machst doch so merkwürdige Flirt-Videos auf YouTube. Ah, ich finde dich cool. Ich habe all deine Videos gesehen. Alle 5. Du heißt doch Debil, weil du debil bist im Kopf und so. Ja, ich kenne deine Videos. Echt klasse. Kannst du mir mal Autogramm geben? Ich habe lange keine Videos mehr gedreht, 2 Wochen nicht mehr. Und ich weiß anscheinend nicht mehr, wie man ein Video richtig anfängt. Deswegen so ein merkwürdiger Anfang. Naja, egal. Ja, hallo Leute, was ist hier los? Warum kommen keine neuen Videos? Die Antwort ist relativ simpel. Ich habe gerade sehr viel Arbeit, sehr viel Stress und komme nicht dazu. Ich hoffe, dass ab Dienstag wieder regelmäßig Videos kommen. Ich kann es aber nicht versprechen, weil ich es vielleicht hinterher überhaupt nicht einhalten kann. Und dann seid ihr enttäuscht und das ist auch wieder blöd. Das heißt, schauen wir einfach mal, ob ich es schaffe, am Dienstag wieder ein Video hochzuladen, beziehungsweise dann regelmäßig. Und lassen wir uns einfach überraschen. Ja, demnächst kommt dann auch die Devil Flirt App. Wann diese kommt, weiß ich auch nicht genau. Wir haben die Texte schon komplett fertig, wir haben die Grundstruktur fertig, die Grafiken. Jetzt muss nur noch alles zusammengefügt werden. Das heißt, entweder kommt es schon nächste Woche oder in 2 Wochen oder in 3 Wochen. Ich kann das schlecht sagen. Was wird diese Devil Flirt App überhaupt liefern? Ich würde sagen, das Rundum-Flirt-Paket. Also ich bin selber davon überrascht, was diese App alles kann. Und normalerweise müsste ich jetzt hier sitzen und mich zurückhalten und sagen, die Flirt-App ist scheiße und das ist Mist und Erwartungen unten stapeln und unten halten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin davon völlig begeistert von dem Konzept, weil du wirklich vom Ansprechen bis zum Ende des Flirtens wirklich komplett einen Ratgeber hast, der dir immer wieder hilft. Das heißt, du siehst gerade ein Mädel auf der Straße, weißt nicht, wie soll ich sie jetzt ansprechen, guckst im Handy nach Sprüchen, nimmst dann einen Gesprächseröffner, sprichst sie damit an, lernst sie kennen. Wenn du dann wieder Hilfe brauchst, kannst du wieder dein Handy zur Hilfe nehmen, zum Beispiel für Gesprächsthemen, für Techniken, für verschiedene Motivationstechniken für dich selber. Also wirklich eine Rundumhilfe wird dort geboten. Und das finde ich super geil. Also den Penis musst du dann selber schon irgendwie in die Vagina stecken oder wenn du eine Frau bist, den Penis in deine Vagina selber einführen. Das ist so das Einzige, was man da noch selber machen muss nach dieser Flirt-App. Aber ich denke, das bekommt ihr dann auch alleine hin und dafür braucht ihr mich und dafür braucht ihr diese Flirt-App dann nicht. Und ja, also das Ding wird super geil. Jetzt geht es darum, dass ich eure Hilfe brauche, beziehungsweise mit euch kann ich diese Flirt-App noch besser machen. Wie gesagt, wir haben alles schon fertig, wir haben alle Texte fertig. Jetzt geht es darum, wenn ihr noch etwas Cooles habt für die Flirt-App, das heißt, wenn ihr einen coolen Gesprächseröffner habt, also einen guten Opener oder eine gute Technik, die man unbedingt beim Flirten anwenden sollte, die unbedingt in diese Flirt-App noch mit rein soll, dann schreibt es unter die Videokommentare oder was wir dort auch eingebaut haben, sind Aufgaben. Das heißt, dass man jetzt täglich eine Aufgabe bekommt. Das kann man einschalten oder kann man ausschalten und dann bekommt man, wie gesagt, jeden Tag eine kleine Aufgabe, mit deren Hilfe man mehr Spaß hat im Leben, mit deren Hilfe man sich weiterentwickelt. Und das sind dann verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel eine Aufgabe war, verteile Care-Pakete an Obdachlose oder macht 10 Frauen innerhalb der nächsten 5 Minuten einen Heiratsantrag. Also so verschiedene Aufgaben fürs Flirten, für die ja, soziale Kompetenz im Allgemeinen, für die Persönlichkeitsentwicklung. Also wirklich reihum, aber auch lustige Aufgaben, die ein bisschen verrückt sind. Und da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wenn ihr dann noch gute Ideen habt für eine Aufgabe, was auch lustig ist, was verrückt ist oder einfach nur Spaß macht oder
irgendwie einen weiterbringt im Leben. Zum Beispiel auch Aufgaben wie, geh heute zum Friseur, ist auch eine Aufgabe. Mag erstmal relativ simpel sein, aber es sind Sachen, die dann auch wirklich Spaß machen, weil du kommst ja raus vom Friseur und hast dann ja gleich dieses gewisse Selbstbewusstsein. Denn du siehst jetzt gut aus, bist frisch gestylt und weißt einfach, jetzt kann es losgehen und dann machst du die nächste Aufgabe. Also, da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr da gute Ideen habt für Aufgaben, schreibt es unter die Videokommentare, dann können wir das noch mit reinnehmen. Und anhand dessen, wie diese Aufgaben von euch oder die Texte, die Opener unten bewertet werden von anderen Zuschauern, wenn die Daumen nach oben geben, dann sehe ich ja, hey, das ist gut, je nachdem, kommt das dann in die App oder eben nicht. Also ihr könnt da auch selber jetzt untereinander abstimmen, was da nun gut läuft und was nicht. Ja, das Ding wird erstmal gratis sein, beziehungsweise das Ding wird immer gratis sein, diese Flirt-App. Und es wird dann jeden Monat in jeder Kategorie ein gratis Upgrade geben. Das heißt, in der Opener-Kategorien, wir haben für jedes... Ja, für Opener haben wir 5 verschiedene Kategorien, das heißt auf der Straße, im Club. Und für jede Kategorie gibt es dann ein Upgrade, das heißt einen neuen Opener und eine neue Routine und eine neue Motivationstechnik und. Das heißt, es wird viel gratis Content geben und es wird aber auch Premium Content geben. Das heißt, man bekommt das doppelte Upgrade, das heißt, man bekommt jeden Monat zusätzlich noch ein Opener in jeder Kategorie, eine zusätzliche Motivationstechnik, eine zusätzliche Routine und solche Geschichten. Und das kostet dann 99 Cent. Muss man nicht machen, kann man aber machen. Und dadurch wird das Ganze hier dann auch refinanziert. All die Arbeit und das Geld, was wir in die App gesteckt haben, kann dadurch dann wieder refinanziert werden. Aber wie gesagt, da wird keiner zu gezwungen. Mir war wichtig, dass diese App wirklich gratis ist in der Grundausstattung und dass man jeden Monat auch neuen Gratis-Content bekommt, und das war mir extrem wichtig. Ja, in dem Video hier wollte ich das mal kurz ansprechen, weil viele von euch sich auch gefragt haben, wann kommt denn das endlich? Und ich hoffe, ihr habt jetzt ungefähr so ein kleines Update. Wann das nächste Buch kommt, ist gerade schwer zu sagen. Also ich schreibe da immer wieder mit ein paar Verlegen, aber was die mir da so anbieten, damit bin ich nicht so ganz zufrieden, denn ich habe auch eine sehr coole Idee für das Buch, was rauskommen soll. Und dementsprechend will ich diese Idee dann auch umsetzen. Und wenn der Verlag sich da querstellt, dann macht das Ganze keinen Sinn. Dann ist ja auch eine DVD geplant. Da weiß ich einfach noch nicht genau, ob es schon diesen Sommer kommt oder nächsten Winter. Müssen wir mal gucken, aber ich halte diesen Sommer einfach mal im Fokus, dass da eine Flirt-DVD kommt, von A bis Z, dass man wirklich komplett alles lernt, auch mit Infield-Videos. Demnächst drehen wir auch wieder Infield-Videos, jetzt wenn es wärmer wird. Und da wird also einiges geboten sein in dieser DVD. Da könnt ihr mir mal unter die Videokommentare schreiben, was ihr sagt, was wäre denn ein angemessener Preis für so eine Flirt-DVD. Ich weiß, dass die Konkurrenz da 200 Euro nimmt, 700 Euro, 1500 Euro. So weit will ich gar nicht gehen. Ich finde, das ist Abzocke. Aber ihr könnt mir einfach mal unter die Videokommentare schreiben, was ihr sagt. Was wäre denn ein guter Preis? Was würdet ihr für so eine Flirt-DVD zahlen? Und ja, dann schauen wir einfach mal, was sich da machen lässt. Ja, das war es im Grunde auch schon. Das war jetzt hier nur so ein kleines Update. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu ergeben. Ich hoffe, dass es Dienstag wieder weitergeht. Es ist gerade einfach sehr stressig und klar, in echt spiele ich gerade einfach nur die ganze Zeit an mir rum, aber nach außen hin muss ich euch jetzt natürlich sagen, dass ich einfach viel arbeite und viel Stress habe, und deswegen, ihr versteht schon. Ja, das war's auch schon. Ich wollte euch ja nur ein kleines Update geben zu dem ganzen Zeug, was hier demnächst so kommt und was hier los ist. Und wenn ihr einfach nicht genug von mir bekommt, dann könnt ihr mich auch auf Facebook adden. Unten in der Videobeschreibung ist nochmal der Link zu meinem persönlichen Facebook-Account. Da könnt ihr mir eine Freundschaftsanfrage schicken oder mich abonnieren. Und dann verpasst ihr diesen ganzen Blödsinn nicht, den ich da immer schreibe und verzapfe. Und ich hoffe, dass wir uns dann Dienstag wiedersehen mit einem neuen Video. Schauen wir einfach mal, lassen wir uns überraschen. In dem Sinne, Love, Peace and Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.
das war's auch schon mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Du willst noch mehr coole psychologische Tricks haben? Dann guck doch mal in dieses Video hier rein. Das ist super, das wird dir auf jeden Fall gefallen. Hier ist nochmal mein Video mit den 100 dümmsten Anmachen. Hier unten kannst du den Kanal abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Love, Peace und Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.